Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, meine Bratan, meine Bratina. Wir haben es jetzt 7:26 Uhr, so. Der Wecker hat geklingelt um 21, also um 7:21 Uhr. Vorher war ich gar nicht wach. War so, wie ich ihn gestellt habe, und dann bin ich wach gewesen. Oder war ich im Vorher wach? Und hab noch geschlafen. Also ich hab das gemerkt, also ich hab die Augen zugehabt, hab geschlafen, und da hab ich nur gemerkt, auf einmal ging der Wecker los. Und ja, wir wollen wieder um 8:30 Uhr frühstücken. Um 8:30 Uhr frühstücken. Ja. Klimaanlage, die brummt hier wieder. Oder die brummt hier noch immer. So, ich war gerade am Handy, kurz auf Instagram, dann habe ich noch eben Dings weggemacht. Wie heißt das? Mein Wecker ausgestellt überall. So, ich war gerade im Pinkeln. Jetzt gehe ich gleich duschen. Eieiei. Da fährt ihm einer mit einem Rennrad. Ja, man sagt Mathe, oder wie nennt ihr das? Also, ich muss es hier mal eben hinlegen. Auf dem Boden. Das ist halt, wenn man rausgeht, damit man nicht den ganzen Boden nass tropfen alles. Aber ich diesen Bau hier nicht. Ist ja keiner da außer ich. Ja, du benutzt ihn ein zweites Mal. Ey, wie fällt er wieder ab, ey. Und jetzt nicht. Nee. Besser so. So, jetzt erstmal im Duschen. So, ich bin jetzt fertig. Also hab meine Unterwäsche an. Hab mich abgetrocknet. Und jetzt. Warte mal. Und jetzt ziehe ich mich an. Ich muss gucken. Sieben Uhr fünfzig. Ja, wir haben 7:50 Uhr. Danach werde ich noch einen anziehen. Oder ich werde mir vorher die Haare füllen und dann mein T-Shirt anziehen. Hosen habe ich jetzt schon an. Genau jetzt. Dann hier noch meine Latschen. Meine Flipflops. Oh.
Ich muss ein bisschen aufpassen. Weiter geht's im Geschäft. Ich zieh das T-Shirt nochmal an, weil das habe ich nur gestern Abend angehabt und so. Das ist nicht, nicht verschwitzt, also nicht. Ja. Das war jetzt Schweiß. Stinkt auch nicht. Nachher wieder Speedway gucken auf Discovery Plus. Diesmal aber SON und nicht SN2. Deutschland wurde übrigens gestern 6. Nurik hat 2 oder 3 Läufe im 2. gemacht. Und den Rest hat er halt gewonnen. Ne? Ich dachte eigentlich, gegen die Letten kommen beide Deutschen an. War wohl nichts, und das bin ich. Da kam die Lore gegen an. Die Letten sind letzte. Und der letzte setzt immer ein Jahr aus. Und dann kommt ein Land wieder, was dieses Jahr ausgesetzt hat, was letztes Jahr letzter war. So, und das geht halt immer so weiter. Norik ist U21 nur noch dieses Jahr und nächstes, und dann ist er weg. Weil dann kann er nicht mehr, von dem Alter her. Und da muss man mal was nachkommen. Hier in Deutschland, auf Speed Week hat das auch Van Uten kritisiert, sind sehr wenig Rennen, also zu wenig Rennen. Also, es kann, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Rennen das genau alles hier sind, mit Liga und mit allem drum und dran. Weiß ich jetzt auch nicht so genau, das müsste ich nachgucken und dann alles, müssen wir das mal zusammenrechnen, zusammenziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das, früher mehr war, aber es sind halt nicht viele Rennen, es ist halt sehr wenig, aber man müsste das alles mal zusammenziehen, mit allem drum und dran. Naja gut, für die 500er, ich meine für die, oh da kommt ein Bus, 50er und so weiter, da gibt es ja keinen Team Cup oder so, da gibt es ja NBM und Deutsche Meisterschaft und so, oder einfach normale Rennen, wo du mal fährst, wie zum Beispiel Movinkel Stamm. Da fährst du einfach dein Master of Junior, nee, Junior Master, Master of Speed für Junior, aber da entweder das ist halt ein MBM-Lauf oder das ist halt die Deutsche Meisterschaft oder das ist bei 125er, 250er WMEM oder bei 250er noch Park fahren und Training und wenn du noch bei Extra-Liga-Camp in Polen mit dabei bist, dann bist du da noch und so weiter. Und bei 250er kann ja auch noch Team Cup und Speedway Liga Nord dazukommen. Dann, ja, aber bei 125er kommt halt nur WM, EM, Extra-Liga-Camp, NBM oder SBM, je nachdem wo du fährst. Ja, bei 85er auch, wie bei 125er so. So und bei 50er PW50, da, ja, es ist auch so wie bei KTM 50 Kubik, da ist genau das gleiche. Die fahren dann MBM, Deutsche Meisterschaft, Training und so. Ja, und die 500er, was ist da? Also, das müssten wirklich mehr Rennen sein. Du musst liegen, fahren, du musst gucken, dass du auch im Ausland fährst, du musst fahren, 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 um die Praxis zu haben, um gut zu sein, um gut zu werden. Ich meine, es ist, wie es ist. Was ist das jetzt denn? Na gut, meine Oma hat gesagt, wir wollen die neue Rinde lesen. Macht nichts, wenn ich jetzt alle wegtrinke. Ich meine, kann natürlich auch sparen, aber wenn man Durst hat, hat man Durst. Und was hat man sonst nichts?
Eisekalt, lecker. So, jetzt werde ich erstmal meine Haare föhnen. SON, das was heute ist, ne? Das macht man eine Ecke schwieriger. Es ist nicht so, dass Norik da vielleicht jeden vor der Nase fährt. Oder einen zweiten macht. Erster, zweiter. Gut, das kann der auch. Das weiß man. So. Das ist nicht die Frage oder nicht die Sache. Aber es ist einfach so. Er ist jetzt einmal im Grand Prix gefahren. Als Wildcard in Land dieses Jahr. Fährt jetzt zum ersten Mal in der Europameisterschaft, ist da einmal mitgefahren. Dann, gut, SON und also Speedway of Nations, was heute ist, und Speedway World Cup ist er schon mitgefahren. Aber er ist noch jung und ist nicht so wie Kai, der jetzt im Grand Prix fährt, der beste Deutsche ist und der das so, wo man weiß, der könnte jeden schlagen, wenn er will. So. Also von Nori hätte man letztes Mal auch mehr erwartet beim Rennen, aber er hat halt, gut, er hat einmal vor Kai gewonnen, hat im entscheidenden Lauf um den dritten Platz, der vierte und den dritte, den zweiten Platz gemacht, damit Deutschland 7 Punkte hat und hat auch gewonnen dann, und dann sind die halt weitergekommen ins Finale jetzt heute. Aber der hat auch gesagt bei Startband des Speedway Podcast mit Micha und Ebi, dass das nicht seine beste Leistung war und er nicht so zufrieden war. So, der Ersatzmann Erik Riss ist gar nicht zum Einsatz gekommen. Aber ich will ihn nicht kritisieren, er ist noch jung und so, er ist das beste deutsche Talent. Wen soll man auch sonst mit dahin schicken? Also, ja, er muss gucken, dass er heute den Hahn aufdreht und das Beste rausholt und dass Deutschland auch einen guten Platz macht. Ich hoffe ja, dass Deutschland, ist schon was, dass Deutschland im Finale ist. Weil die waren ja SON, Speedway of Nations, das letzte Mal nicht im Finale und Speedway World Cup auch nicht. Sind sie immer knapp gescheitert. Knapp. Und das muss verhindert werden. Also es kommt ja immer ein Wechsel. Speedway of Nations, Speedway World Cup. Speedway of Nations ist Paarfahren, 2 und 2, immer gegeneinander, also jedes Land gegen einander immer einmal, und dann hat man eine Reserve, außer man hat keinen. Man hat nur zwei Fahrer, dann hat man keine Reserve. So wie gestern zum Beispiel Lettland oder so wie einmal Ukraine. Ja, dann haben wir Speedway of Nations, genau. Und Speedway World Cup fahren halt mehr Fahrer und immer einer von der Mannschaft, von dem Land gegen die anderen aus dem anderen Land. Aber es fährt halt nicht immer der gleiche und es fahren halt mehrere im Team. So, 8:23 Uhr. Ich habe meine Haare geföhnt, ja. Dann habe ich mich. Ne, dann war ich kurz in meinem Badezimmer, dann habe ich mich hingesetzt, war an mein Handy. Und jetzt gehe ich rüber. Hallo. Jetzt gehe ich rüber. Und dann geht's gleich los zum Essen. Eben noch Brille aufsetzen. Karte raus. Noch eben wieder die Gardine zumachen. So, wir waren frühstücken. Meine Oma hat noch ihre Karte gesucht vom Zimmer, weil die haben hier zwei. Die ist einfach nach unten gegangen, hat was gesagt und die haben mir eine neue gegeben. Als wenn. Also interessiert nicht die Zimmernummer, interessiert nicht der Name, nichts. Also dann kann das ja jeder machen, und wenn sie einbrechen. Und nach dem Essen sind wir wieder hier hoch, dann war ich im Handy gerade, aber auch nicht so lange kurz, saß ich hier. So, die Putze, die war noch nicht hier, oder die hier sauber machen. Dann werde ich gleich jetzt mal Zähne putzen. Trinken. Ich wollte eigentlich auf Klo, aber kann ich nicht, weil wenn ich jetzt die Putze hier komme. Aber das geht eigentlich schnell.
Die wechseln nur Sachen, die sie wechseln müssen. Sowas wie Handtuch oder so, was man neu haben will. Machen das Bett, wischen hier einmal durch und dann ist gut. Und leeren den Aschenbecher aus, wenn da was drin ist. Wenn da einer ist. Hier steht Low in Kalorien. Mal gucken, ob die da schon war. Nebenan. Oder ob die da nicht war. Ja, ich gehe so vorhin rüber, gucke, ob da schon jemand war, zu putzen. Und er war nicht, dann wollte ich auf Klo, sagt meine Oma, ja, dann beeil dich. Ich sag, ich wollte nur gucken, ob hier schon geputzt wurde, weil ich auf Klo muss. Naja, ich denke, hier kommt jemand rein. Ich schnell die Tür abgeschlossen. Hier war aber keiner. Ich bin fertig. Natürlich, hier kann man ja nicht wegwischen. Also hier hat man ja keine Klobürste, mein Opa. Oder meine Oma hat gesagt, hier muss man ein paar Mal drücken, sagt die Opa, dann ist das weg. Mehrmals, naja, auf jeden Fall. Dann wollte ich das wegmachen gerade mit Papier, dann kommt die Alte da an, die Putze da und klopft und sagt, ob ich hier sauber machen kann. Ich sag ja, jetzt, yes, und blick noch. Und dann bin ich hier schnell rausgegangen und bin schnell rübergegangen. Und die hat alles weggemacht. Die hat alles sauber gemacht. Und sogar gesprüht hat die da. Oh nee. So, ich wollte hier eben noch Zähne putzen. Heute fahren wir, glaube ich, mal weg. Ich muss nachher mal, oder gleich, so ich will. So wie Opa gesagt hat, ich soll mal zum Auto gehen, mal aufmachen. Ich sag, es bestimmt heiß war. Oder es ist heiß, ne? Oder irgendwas habe ich noch gesagt. Und dann sagt Opa, ja, das ist heißer drin, du. Naja, gut. Ich werde jetzt gleich Zähne putzen. Wir müssen noch Getränke kaufen. Ah, die war gar nicht auf dem Balkon, wa? Aber die hat ja nur hingeguckt. Und hat er nichts gefunden, wa? Ein Müll oder so, oder irgendwas. Und dann, weil es sieht so aus, als wäre die gar nicht rausgegangen, weil das hier immer noch so. Weil die gestern ist da rausgegangen, hat man gesehen. Wurde mir hier was geklaut? Wurde mir hier Schuhe geklaut? Ach nee, das ist ja hier. Oh Gott, nein.
Nee, ich hab nicht, dass mir meine Schuhe geklaut wurden. In den Büdel da. Das riecht ja hier famos. Was sagt Opa immer? Die ganze Zeit? Das sind Wochenendfahrer. So Leute wie Wienand und so. Die fahren ja nur am Wochenende. Und Norik ist ja Profi. Und Blödon und fährt ja auch in der Woche und so weiter. Und Wochenendfahrer. Die gehören da gar nicht hin, sagt er. Wochenendfahrer, was wollen die denn da? Naja, gut, ohne die könnte Deutschland gar nicht antreten. Ich meine, Opa hat ja auch so gesagt, ja, was der Iken schon gesagt hat. Hier sind viel zu wenig Rennen. Hier ist doch nichts. Weil der hat bei Speedweek ein Interview gegeben, hier sind viel zu wenig Rennen. Hier ist nichts. So, und dann fehlt natürlich die Praxis, was andere mehr haben vielleicht, weil da mehr Rennen sind. Oder auch welche, so wie Norik, sind Profi und fahren natürlich auch in der polnischen Liga und so weiter und fahren da überall und machen und tun. Also ihr wisst, wie ich das meine. Und ja, also es ist auch nicht böse gemeint von meinem Opa, wenn er sowas sagt, aber es ist einfach so, dass welche nur am Wochenende fahren, so wirklich. Und das sind einfach Wochenendfahrer und die fahren NBM, U21 oder sowas und haben da, sagen wir mal, nicht wirklich Gegner, wie jetzt hier bei der Weltmeisterschaft oder sowas. Und die haben da nicht wirklich richtig gute, wie zum Beispiel polnische Liga oder so. Gut, das ist nicht zu vergleichen, weil NBM ist einfach Norddeutsche Bahnmeisterschaft oder SBM Süddeutsche, aber das ist halt was ganz anderes. Und wenn die da vorne fahren können, das ist oft so. Da können sie vorne fahren, aber woanders können sie nicht vorne fahren. So, weil das zu wenig Rennen sind im Jahr, die nur am Wochenende fahren. Außer Norik, der fährt auch in der Woche, der ist ja Profi. Aber die anderen jetzt, so wie Hayek und so, die fahren ja meistens nur so, die machen ja noch nebenbei was anderes. Die machen ja keinen Profi. Ist auch nicht böse gemeint. Also ich habe da mal im Podcast auf Fabians Welt, auf Spotify und Co., könnt ihr auch über Alexa und so hören, habe ich mal einen Podcast gemacht mit Noel Maximilian Koch und auch einmal mit Kaspar Zimmermann, dänischer Meister und SBM-Sieger, beide Folgen. Und da reden wir auch so ein bisschen über, wie kann das angehen, ist das so und so und das so und so. Also, wir haben hier in Deutschland einfach zu wenig Rennen. Und man sieht, dass welche fahren können, also man sieht, wer fahren kann und wer nicht. Also sagen wir mal sowas wie gestern Speedway of Nations 2. Wer konnte fahren, wer kann nicht fahren? Klar, alle können fahren, aber sonst wären sie ja nicht da. Aber man sieht einfach, wer die Klasse hat, international, und wer da mithalten kann und wer nicht. Und wer nun immer hinten am Schwanz fährt und wer halt die Punkte macht. Norik hat gestern, ich glaube, zweimal oder dreimal einen zweiten gemacht und sonst hat er immer gewonnen. Gut, der hätte eigentlich auch mehr gewinnen können. Aber gut, den Einlauf, da ist er kurz vor Start und Ziel noch an vorbei und war ein Stück vor. Das war super. Aber er ist derjenige, der macht die Punkte und die anderen machen keine Punkte und wenn, vielleicht mal ein. Aber das war gestern, wie oft war das? Also der Wienand, der wurde ja auch ein paar Mal ausgetauscht gegen den Reservefahrer, gegen den Hayek. Der hat einmal oder zweimal einen Punkt eingefahren und Johnny war einmal Zweiter von zwei auf den letzten wieder. Und hatte, glaub, gar keine Punkte. Und der Hayek hatte einmal, also der Vorletzte kriegt zwei und nicht ein, bei dem Paarfahren da. Eigentlich, wenn man alleine fährt, ist das ein. Auf jeden Fall hat der ein oder zweimal zwei gekriegt. Und Johnny hat immer null. Und Norik hat zwei oder dreimal einen zweiten gemacht. Und den Rest hat er gewonnen. Also, ja, das muss man sich mal vorstellen. Der ist einer, der ist schon mit 18 der jüngste deutsche Speedway
Meister geworden, also deutscher Meister, ist zweimal U21 deutscher Meister, ist schon U21 Weltmeisterschaft mitgefahren, U19 EM mit Deutschland hier dieses World Cup mitgefahren, dann EM mit Deutschland im Team mitgefahren, bei Landshut in der polnischen Liga gefahren, jetzt bei Ruben Rybnik fährt er, der fährt in Manchester, da wo die jetzt auch fahren, da das Rennen, da auf der Bahn auch immer Liga-Rennen, Bellevue Aces, und er ist halt Profi. Und ich will nicht sagen, dass da niemand nachkommt. Ich möchte bloß sagen, was passiert, wenn Norik nicht mehr da ist, U21, wenn er da nicht mehr mitfahren kann. Was passiert dann? So. Wer fährt dann mit SON2, Speedway of Nations 2, und was passiert? Und wer gewinnt? Wer gewinnt, sag ich schon. Also, wer fährt da dann? Und was passiert dann? Weil ich sag mal so, ich will nicht sagen, dass alle schlecht sind. Sonst wären die da nicht. Aber Norik macht die Punkte. Und wenn der nicht da wäre, dann würde es anders aussehen. So, und der fünfte, nee, gar nicht wahr. Also, warte mal, wie viele waren da? Fünf oder sechs? Nee, sieben Mannschaften waren das, ne? Auf jeden Fall der letzte setzt im darauffolgenden Jahr aus und kommt ein Jahr später wieder. So, und das geht immer so weiter. Das heißt jetzt, Lettland nächstes Jahr raus. Aber ein Jahr später können sie wieder mitfahren und so weiter. Ja, und dieses Jahr ist ja jemand nicht mitgefahren, dafür fahren die nächstes Jahr wieder mit. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall. Ja, Deutschland ist Sechster geworden. Aber ich will nicht sagen, die sind schlecht. Ich will einfach nur sagen, wenn einer alleine die Punkte macht, Erster oder Zweiter wird, und der andere wird nur Letzter, oder wenn Norik Erster ist, Vorletzter, das bringt alles nicht so wirklich viel. Ich meine, du musst schon mal auch gucken. Weißt, also was top wäre, wäre natürlich, wenn beide vorne fahren würden auch mal und du kriegst 7 Punkte. So. Immer Letzter ist scheiße. Vorletzter, gut, wenn der andere Erster ist, dann kriegst du ja noch deine 6 Punkte. Anstatt 7. Aber wenn du Erster bist, der eine und der andere ist Letzter, ja, dann kriegst du halt deine Punkte nicht. Dann kriegt der Erste nur 4 und die anderen haben natürlich dann mehr. Ne? So, die anderen haben dann 5, weil 3 und 2 sind 5. So, und dann haben die natürlich den Lauf gewonnen. Obwohl im Einzelnen haben die das nicht, aber im Ganzen. So, und du kriegst ja, wenn du beide vorne, 7. Beide, also Zweiter und Dritter, kriegst du 5 zusammen. Und Erster und Letzter kriegst du, kriegst du 4, Vorletzter und Letzter kriegst du 2. Und Zweiter und Letzter kriegst du 3. Und so weiter und so fort. Also, ne? Naja, wollen wir mal abwarten, was heute Abend passiert beim SON One. Also beim SON einfach, also Speedway of Nations, mit Kai Huckenbeck, Norik Blödon und Erik Riss als Reserve. Erik Riss. Das Ding ist halt einfach, Opa hat das auch, wie gesagt, das sind Wochenendfahrer, so wie Johnny und so. Und Norik hat Opa auch gesagt, müsste eigentlich immer gewinnen. Der hat jetzt ja nicht jeden Lauf gewonnen und das hat auch ein paar Punkte gekostet. Opa hat gesagt, der müsste eigentlich immer gewinnen, weil der ist gut genug, der kann das, der ist schnell. Na gut, du kannst doch mal den Start scheiße haben oder einer steht in und der fährt dir zack rein oder so. Aber ich meine, ne, und du bist dann dahinter und der macht die Tür zu und so. Aber so wie Opa das meinte, hätte Norik eigentlich auch jeden Lauf gewinnen müssen. Aber gut, du kannst nicht jeden Lauf gewinnen, aber der ist schon stark genug und hat die Pace. Und der ist halt der Deutsche, der die Fahne hochhält. Und der muss vorne mit unter den ersten 2 fahren. Na gut, wenn er mal einen Ausfall hat oder irgendwas ist und der ist halt nur Dritter.
Aber Nori fährt in der Regel beim SON2, Speedway of Nations 2, entweder als Erster oder als Zweiter. So. Und dann hat er keinen Partner, der ihm helfen kann, so wirklich. Ist auch nicht böse gemeint, weil die sind alle von der Pace und so viel schlechter, will ich jetzt nicht sagen. Ich sage einfach also mal langsamer, weil man sieht den Unterschied zwischen Norik und dem Teampartner. Und der Teampartner sieht man die Starts und das an vorletzter oder letzter Stelle fahren und den Unterschied zu Norik, der an erster oder zweiter Stelle rumfährt. Ich meine, gut, Norik ist ein anderes Ding, der ist Profi, der hat das von 85er auf 500er und gleich zack, zack. Deutsches junges Talent, das Beste, was wir haben. Hätten wir ihn nicht, dann wüssten wir auch nicht weiter. Einfach, und so einer muss nachkommen. So einer muss auch kommen. Und wenn das nicht passiert, dann sieht das nach Norik, wenn der nicht mit U21 fährt, in U21 allgemein, auch für die WM und sowas, qualifizieren und mitfahren und dies und das, dann sieht das schlecht aus, dass die Deutschen da was absahen. Oder überhaupt mal irgendwo reinkommen oder überhaupt mal sonst was. Also ist nicht böse gemeint. Aber wenn man hier so wenig Rennen hat und immer nur am Wochenende fährt, dann kann das gar nichts werden. So wie Ben Eaton auch bei Speed Week im Interview, kann man auf Google, also das muss man eingeben, das kann man da lesen, auch gemeint hat, dass das zu wenig Rennen sind. So, und Opa sagt auch, das sind alles Wochenendfahrer. Was wollen die denn da, wenn die nur am Wochenende fahren? Ich sag, ja, die haben doch keinen anderen. Was wollen die denn machen? Sonst, und dann sagt Opa, ja, dann fahren sie da eben nicht mit. Ich sag, die wollen da aber mitfahren. Ich meine, gut, was wollen sie machen? Aber man muss einfach irgendwas machen, dass die alle mehr fahren, vielleicht irgendwelche Camps machen, dann, wenn Zeit ist, wenn das geht, natürlich mal, dass sie mal mit Team Deutschland oder allgemein, die diese gut finden und die da mit bei sind oder schieß mich tot, auf jeden Fall, dass man mal mit den Deutschen irgendwo hinfährt und mal Trainingswochenende oder Trainings Woche oder irgendwas machen mit einem vernünftigen Trainer und allen drum und dran. Irgendwas machen und natürlich auch die Rennsituation erklären und wie muss ich reinhalten und wie halte ich dagegen und wie muss ich das machen, wenn ich Zweiter bin und knapp dran, dass ich noch vorbeikomme und. Für die, die nicht so, weiß ich nicht. Ne, also, dass man mal so ein bisschen, weil andere, es gibt Leute, die haben Biss. Es gibt Leute, da sieht man, die haben nicht so den Biss. Andere, die hangeln da rein und machen zack und zack. Und so muss das. Das hat Opa auch immer. Guck, so muss das, wenn wir das gucken. Aber wenn das andere nicht machen, ne? Ich meine, du musst den Start gut haben, du musst das halten können. Aber ja, wenn du nur Wochenende fährst immer und nicht wirklich Gegner hast, sag ich mal. Also was heißt nicht wirklich Gegner, aber es gab schon Rennen, da sieht man den Johnny Wiener vorne wegfahren und der fährt eine halbe Runde vorweg oder sowas und fährt den Tagessieg ein in der NBM oder sonst wo fährt der gut, aber dann, wenn es nach dem Ausland hingeht, sowas wie Speedway of Nations, dann sieht das schon wieder ganz anders aus und das ist das Blöde und das wollen wir nicht. Wir wollen ja auch mal, dass Team Deutschland was gewinnt, dass die deutsche Nationalhymne erklingt oder dass wir überhaupt mal einen Pott kriegen. Dass wir überhaupt mal, ja, irgendwas gewinnen. Hoffentlich wird heute Abend was Geiles passieren. Wir werden sehen, das ist ein anderes Kaliber. Das ist nicht U21. Ja, Kai ist der Kapitän, der fährt im Grand Prix, der kennt die Leute, der kann das. Nore kann auch, der ist nicht schlecht. Aber ist nochmal was anderes zu dem, was gestern ist. Da ist nicht nur mal eben vorne fahren oder Zweiter oder so, weil da fahren Bartosz Maßlich, der Weltmeister und Lindgren, Vize-Weltmeister und Leute aus dem Grand Prix und so. Das ist auch nicht mehr so einfach. Aber gut, Nori kann das. Ist nicht so. Aber das ist nicht so, dass das so ist wie gestern. Ich meine, beim Halbfinale, also beim ersten, war Norik nämlich auch nur einmal vorne
und einmal Zweiter und sonst war der immer irgendwie weiter hinten oder so. Auf jeden Fall war der auch schon Letzter und so, ne? Also ich will nicht sagen, dass er nicht fahren kann. Ist mein Kumpel, mein Bro. Nein, also es ist halt ein Kumpel von mir auch. Ich kenne ihn schon Jahre jetzt, schon ein paar Jahre und so. Und er ist nett und dies und das und er kann auch fahren. Aber er ist halt noch jung und ist einmal im Grand Prix gefahren als Wildcard-Fahrer in Landshut für den Tag. Fährt jetzt seit neuestem das erste Mal, letztes Mal richtig wirklich in der Serie für jetzt das Jahr in der Europameisterschaft. Obwohl er schon einmal als Reserve nicht, doch als Reserve war auch schon, aber er war als Dings Wildcard einmal in Landshut Europameisterschaft und jetzt fährt er das ganze Jahr ganz mit. So, und hat schon ein Rennen hinter sich. So, und der ist jung und das ist nicht so einer, der jetzt im Grand Prix fährt, der schon Jahre auf dem Buckel hat. Nicht umsonst ist Kai deutscher Kapitän. So. Und nicht umsonst ist Norik auch da drinne, weil er Talent hat, gut fahren kann und gut ist und auch schnell ist und der dahin gehört. So. Und er ist auch gut. Wen willst du da sonst hinschicken? Ich meine, ich will nicht wissen, was passieren würde, wenn Norik da nicht mitgefahren wäre jetzt mit Kai und da jemand anderes mitgefahren wäre, wie das dann ausgegangen wäre. Weil Norik ist halt schnell gut und ist halt nicht umsonst schon deutscher Meister gewesen mit 18 Jahren, der Jüngste. Ah, und er ist halt ein Talent. So, und der kann das und der weiß, was er kann. So. Zwar hat er letztes Mal nicht seine Top-Leistung abgerufen beim Semifinale SON, also Speed Worth Nation mit Kai, aber gut. Er kann aber was und das ist das Gute. Gut, er hat sich, so wie man das mitbekommen hat, nach dem Einlauf gegen die Polen, wo er letzter war, ne daneben benommen so ein bisschen. Aber gut, er hat im Rennen um Platz 3, also der vierte und dritte fahren ja noch immer ein Rennen und der das gewinnt halt, die meisten Punkte hat und halt im Ganzen dann gewonnen hat mit dem zweiten, also im Team da, den Lauf da, der kommt halt noch mit ins Finale, was heute ist und die ersten beiden sind schon drinne. Die brauchen nichts mehr machen dann von dem Tag so. Und Norik ist als Zweiter ins Ziel gekommen und Deutschland war weiter. Und das zeigt, dass er was kann und dass er gut ist. So, ich habe jetzt Zähne geputzt. So, dann gehe ich gleich wieder rüber, weil wir irgendwie weg wollen. Irgendwie ist immer gut. Nein, wir wollen gleich ja weg. Irgendwie hier wegkommen, nein. Was ich für dich fühle, zeige ich mich. Tausendmal hast du mich berührt. Und jetzt ist es passiert. Dödödödödödöd. Warum das so ist? Ja, jetzt ist der auf 3. Jetzt können wir. Na, der fährt jetzt hoch. Wir sind hier im Heli. Ich hoffe, dass ich hier nicht so filme, wenn die Leute reinlaufen oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich gucke hier ein bisschen. Meine Großeltern, keine Ahnung, wo die jetzt hingegangen sind.
Mein Opa hat da geguckt, wir waren da mit dem Wagen und ich bin dann weitergegangen. Und jetzt stehe ich hier. Da lief einer, da habe ich schon gesehen. Wenn der Händler langsam wird, fliegt der. Wo ich war. Aber du weißt doch, dass die Vorfahrt haben. Immer. Okay, wenn der Händler langläuft, fliegt der. Ja. Das siehst du, also, ich hab da gar nicht gefahren. Da hat er schon, dass er hinter lang gelaufen, ganz einfach. Was rede ich denn? Oh. Richtig rüberbretter, sind wir einem aber richtig schlecht. Ja. Wenn du was getrunken hast, ne? Oh, hier ist mehr los. Also. Ja, irgendwie kommt mir das hier so vor, wie in den USA oder was, wenn da auf einmal sowas wie Wüste kommt, weißt du? Und dann kommt da ein Saloon nach dem anderen. Nee, der dreht wahrscheinlich, oder? Nee, doch, der fährt weiter. Mit so einer teuren Karre fährt er hier lang. Der wird sich wundern, wenn da irgendwas dran kaputt ist. Und das andere mit seinem... Ja, ich sag ja, das interessiert die nicht. Ich werde schon wissen, wo das lang führt, oder? Ich komme eigentlich von hier. Der andere eben mit seinem Mini... Ja, da waren wir gerade eben.
genau da hin. Geradeaus. So, wir sind wieder da. Ich habe mir vorhin hier schönes Hemd. Sowas wie so ein Hawaii-Ding. So mit Totenköpfen. Dann waren wir noch irgendwas zu trinken holen. Ich trinke eigentlich so, wenn ich zur Arbeit gehe und so weiter, Wasser. Aber man darf sich auch mal was gönnen. Wir sind hier im Urlaub.
Oh, was ist das denn? Die Tasche da, die gehört mir sowieso nicht. Die haben wir noch oben. Den hier erstmal kühlen. So, ich lag hier gerade in den Unterbox. Jetzt ziehe ich meine Hose an. Habe ich schon angezogen, mein T-Shirt. Brille auf, gehe kurz rüber und zeige meinen Großeltern mal eben was. Ihr hört es wahrscheinlich, was ich gerade selbst erschaffen habe. So, wir waren beim Essen. Was haben wir da vorgemacht? Also ich war ja bei meinem Großeltern, war ich wieder drüben, dann Zähne geputzt. Nee, Zähne geputzt habe ich gar nicht. Oder habe ich Zähne geputzt? Nee. Auf jeden Fall waren wir gerade essen. Und ich war kurz drüben, dann bin ich wieder hierher. Ja, ich habe vorhin so einen Spaß-Track gemacht. Den werde ich hier mit einfügen, wenn das noch klappt. Wegen dem Speicher. Und ja, ein Musikvideo, aber ein bisschen billig, aber egal. Ja. Das hier ist mein neues Kleidungsstück, was heute gekauft wurde. Heute noch Speedway gucken auf Discovery Plus per Laptop. Paul, Hals, Maul, ja.
der Mann, der alles kann. Renate, du alte Granate, Herr Meier ohne Eier. Paul, halt's Maul, Jan, der Mann, der alles kann. Renate, trotz weniger Granate, ja, das ist die wunderbare Renate, sie furzt wie eine Granate. Renate, du alte Granate, Herr Meier ohne Eier. Paul, halt's Maul, Jan, der Mann, der alles kann. Renate, du alte Granate, Herr Meier ohne Eier. Paul, halt's Maul, Jan, der Mann, der alles kann. Paul kann nicht viel, doch Paul hält immer das Maul. Renate, du alte Granate, Herr Meier ohne Eier. Paul, halt's Maul, Jan, der Mann, der alles kann. Renate, du alte Granate, Herr Meier ohne Eier. Paul, halt's Maul, Jan, der Mann, der alles kann. Ich habe gerade versucht, das Video zu speichern. Das geht eine Stunde noch was und kann nicht speichern jetzt komischerweise. Ja, das ist mal was. Aber nur bei einer bestimmten Qualität. Aber halt eine gute Qualität. Keine schlechte. Naja. So, was ich jetzt sagen wollte noch. Wenn ihr dieses Lied feiert, dann versuche ich das irgendwann mal auf Spotify und so zu machen. Und wenn es nicht klappt oder wenn es erstmal nicht kommt, ich versuche nochmal ein neues Musikvideo zu machen. Oder ihr feiert das. Und dann werde ich das als einzelnes Lied hochladen. Ja. ...2045 und gleich gucken wir Speedway of Nations 2. 1 meine ich, also halt Speedway of Nations ohne eine Zahl, also einfach Speedway of Nations. Aber ich sag 1, weil das halt nicht U21 ist und das ja mit 2 gekennzeichnet ist immer. Renate, du alte Granate, Herr Meier ohne Eier. Paul hat's Maul, Jan, der Mann, der alles kann. Und nochmal. Nein, den darf ich jetzt nicht dadurch mit trinken, sonst riecht er sich auf. Warum das so stinkt? Regt sich mein Opa gleich auf. Was stinkt das so? Wenn ich jetzt mein Energy mit rüber nehme. Ich kriege gleich einen Anfall. Weil das so stinkt nach Gummibären. So, ich gehe jetzt rüber. Ist das schon? Ne, ist noch nicht leer. Nehme ich mit. So, ich bin jetzt gerade wieder rübergegangen. Deutschland hat um einen Punkt das Halbfinale, wer zieht ins Finale ein, verloren. Die hätten einen Punkt mehr haben müssen oder zwei, dann wären die sogar einen Punkt besser als Schweden. Und hätten die einen Punkt mehr, dann hätten die Punktgleichheit, hätten aber den Vergleich gewonnen und wären dadurch dann Dritter, hätten
um den Einzug ins Finale gefahren. Wären die nicht weitergekommen, wären die Dritter und hätten die Bronzemedaille mitgenommen. Ja, blöd. Aber manche Läufe, das war scheiße. Da hätte man besser fahren müssen. Oder hätte man eigentlich auch gedacht, dass Kai gewinnt oder dass der besser ist und so weiter. Aber das war, weiß ich nicht, ein, zwei Punkte hätten mehr sein müssen. Naja, egal. Deutschland ist Vierter. Schönes Ergebnis. Ein Punkt um den dritten Platz. Oder sogar noch mehr. Was will man mehr? So, wir haben es hier jetzt genau 23:24. Ich gehe gleich auch schon schlafen. Oder auch nicht. Mal gucken. Ich muss den Vlog noch schneiden. Jetzt habe ich auf einmal so viel Speicher. Ich kann auf einmal eine Stunde auf einmal wieder machen. Wie geht das denn? Das kommt immer darauf an, was ich aufnehme, wie viel, was ich an Material auf dem gespeichert habe und was nicht. Und dann muss ich das wieder löschen und das da. Ich meine, ich lösche auch die Videos, aber was soll ich damit, wenn ich die in einem Vlog habe? Was soll ich dann damit? Das macht nur unnötig überall Speicher voll, egal wo. Und das ist Müll. Das kann ich mir dann auch im Vlog irgendwie angucken. Eigentlich finde ich den gar nicht trinken, aber ich trinke ihn jetzt einfach. Der ist nicht ganz kalt, aber der ist kalt. So, ich muss mir hier. Junge, Junge. Lass mal eben hier. Gleich hier den Wecker einstehen. Achso, hab ich ja noch gar nicht mal eine Steckdose hier. Irgendwie schlürt er mal was über den Balkon oder so. Hier kann ich das so saufen, die stinkt das für mich nicht. Ich denke, mein Opa sagt immer, das stinkt nach Gummibären. Aber nicht nach Gummibären und so. Hier kann ich das halt saufen, hier ist ja keiner. Zwei Putze. Vorhin ausgegangen, ich bin einfach so, oh, ich muss pinkeln. So, ich war gerade im Flur. Also England hat gewonnen vor Australien, Schweden, Deutschland, Polen, Dänemark und Lettland. Es ist aber echt ärgerlich. Ein einziger Punkt. Punktgleichheit, Deutschland wäre trotzdem vorbei gewesen. Also, ich stelle jetzt eben den Wecker auf 7:21:30.
habe ich jetzt gestellt im Wecker. So, mal eben was machen. Und danach mache ich mich so langsam fertig. Das muss ich mal eben da laden. Ja, wie gesagt, morgen früh wieder 8:30 frühstücken. Und ja, jetzt ist es fertig geladen. Fertig. Ja, wie gesagt. Und danach war es. Nein, also morgen, wie gesagt, 8:30. Das ärgert mich immer noch. Ein Punkt und Deutschland hätte den dritten Platz schon sicher gehabt und hätte sogar noch mehr machen können. Also, das wäre ja wohl was. Bronze, Silber und Gold. Also, das gibt's ja gar nicht. Naja, egal. Was wird jetzt machen? Dich drauf aufhängen? Ich meine, man hätte auch ein paar Läufe besser machen können. Aber gut. Kann man sich auch jetzt nichts verkaufen. Aber Kai hat das clever gemacht bei den Pummeln. Also, der hat angezuckt. Smarsik hat mit angezuckt. Ist entspannt. Und der Schiedsrichter hat keine Verwarnung gegeben und Smarsik raus. Und die Polen regen sich noch dreimal auf und können sie nichts mehr ändern, auch wo der Lauf vorbei war. Was wollen sie denn machen? Tch, können nichts mehr machen. Oh, Simon. So, noch Zähne putzen. Dann eben schnell den Block zusammenschneiden. Kurz speichern, dann einmal, wenn das gespeichert ist, hochladen. Wahrscheinlich schlafe ich und wenn ich morgen aufwache, dann lade ich das dann hoch oder so. So, ich bin noch nicht nach dem Betteln. Ich habe Zähne geputzt, habe Audios gemacht, habe dies, habe das, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ich werde jetzt erstmal. Das soll es gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, ein Kommentar, ein Abo. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss und ciao.